Zürich! Yes! Danke schön, Zürich! Party People, oh mein Gott! Wir sind hier! Sehr gut, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin total an einem interessanten Punkt in meinem Leben. Ich bin seit 2 Monaten 30 Jahre alt. Und man denkt sich irgendwann so, okay, wann ist man jetzt erwachsen? Wann hat man den Plan raus? Ne? Weil hey, ich bin 30, ich weiß alles, Google ist arbeitslos, ich brauche nichts. Muss nicht mehr fragen, ich weiß alles, ja. Und da habe ich tatsächlich mal meinen Dad, meinen Vater gefragt. Habe ich ihn gefragt, hey Digga, hattest du immer einen Plan im Leben? Und er so, nee. Ich habe einfach reingehalten und da warst du. Und ja, wie das halt so ist im Bangkok-Urlaub. Und das ist krass. Ich habe aber eine Sache über mich realisiert, Party People, okay? Das habe ich über mich gelernt, ja? Ich habe was kapiert, als ich 30 wurde. Ich habe lange überlegt und jetzt weiß ich es endlich. Ich möchte nicht reich sein. Und wisst ihr was? Ich glaube, das schaffe ich. Ja, reich sein ist total der Stress. Überlegt mal, vor ein paar Monaten ist zum Beispiel der Gründer von Mediamarkt gestorben, okay? War ein älterer Herr, der war 2 Milliarden Euro schwer. 2 Milliarden, also ungefähr 5 Schweizer Franken war er schwer. Und war nicht im Text, ist egal. Das Ding ist, in dem Artikel, wo sein Tod vermeldet wurde, stand drin, ja, er ist ruhig im Kreis seiner Verwandtschaft verstorben. Und ich habe das gelesen und ich dachte mir, wirklich? Stirbst du mit 2 Milliarden Euro auf dem Konto ruhig? Oder stehen da die Erben ums Totenbett alle so, komm schon, komm schon. Und dann liegst du so völlig abgestorben im Bett, atmest nur so. Und dein Blick verdunkelt sich und dein letzter Blick ist dein ältester Sohn, wie er sich gerade umdreht. So, holt die Nutten rein, er stirbt! Das ist so hart, ich schwör's euch. Das ist krass. Ja, Geld ist wichtig, ne? Aber ist es wirklich das Wichtigste, das Allerwichtigste? Ja, ich fand seine Reaktion finde ich geil. So, ja, Geld ist wichtig, aber ne, nicht das Allerwichtigste. So, ja. Wir haben eine Verbindung, Alter. Das finde ich gut. Das finde ich geil. Und ja, Brillenträger, wir sind Bluetooth verbunden einfach. Ne? Das ist so. Weil das Krasse ist zum Beispiel, ich finde, ab einem gewissen Level wird es absurd. Ja? Geld ist echt ein Fass ohne Boden. Jeff Bezos zum Beispiel, der Gründer von Amazon, ja, umgerechnet 116 Milliarden, Milliarden Euro schwer. 116, was mit 116 Milliarden Euro machst du nichts außer haben? Was machst du mit 116 Milliarden? Mit 116 Milliarden Euro? Ich würde nur Scheiße bauen. Ich schwör's euch. Ich würde nur Scheiße bauen. Ich würde mal als erstes einfach nur so einen Schal kaufen, den ich mir umwerfe. Einfach so. Und dann würde ich mir einen Raum bauen, in dem ich nur lache. Nichts anderes. Einfach nur einen Raum, wo ich mich kaputt lache. Gehe ich morgens rein, ja, Eier hängen raus und alles. Ja. Mach die Tür auf und der ist so. Stehe ich überhaupt auf? Das ist was ich will. Und dann kaufe ich mir eine Horde Pferde. Warum? Ich bin reich, keine Ahnung, ich mach's einfach. Ja? Und dann lasse ich die Horde Pferde auf Abruf am Horizont entlanglaufen. Den Horizont habe ich übrigens auch gekauft. Nur so zur Info. Lasse ich die am Horizont entlanglaufen und wenn mich dann einer fragt, oh, Sie haben eine Horde Pferde, interessant. Mit so einer Pfeife, interessant. Was für eine Rasse sind diese Pferde? Und dann sage ich mit meinem Schal so, teuer. Aber gut, der hat halt so viel Kohle, weil er die Welt verändert hat. Ne? Da muss man einfach mal ganz klar sagen, der hat Amazon erfunden, die wollen jetzt Drohnenlieferungen einführen. Habt ihr das mitbekommen? Dass du per Drohne was bestellst und dann bringt dir die Drohne das nach Hause. Wenn du irgendwas bestellst per Drohne, ne? Zum Beispiel eine Horde Pferde. Dann
dann nimmt die Drohne das Pferd, hebt das so hoch, stellt es bei dir auf dem Balkon ab. Ja. Und du machst so morgens das Fenster auf so. Und das Pferd so. Prime. So krass. Aber ist schon geil, sich mit einer Drohne was liefern lassen. Das ist schon. Wisst ihr, was ich mir mit einer Drohne liefern lassen würde? Eine andere Drohne. Ja? Und dann mit meiner Drohne gegen die Amazon-Drohne kämpfen. Das würde ich machen. Hey, Zürich, ihr wart der Hammer. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Wir waren Spitzenpublikum. Danke sehr.